So, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Rates, lieber Herr Ministerpräsident. Sie haben vorher gesagt, eindämmen oder durchseuchen ist die Frage. In der normalen Politik, wenn es nicht zurzeit so extrem gehandhabt wäre, wäre der Mittelweg das Vernünftige. Vorher wurde ja gesagt von unserer Landtagspräsidentin, wir sind die Vertreter der Basis. Die Vertreter der Basis, kann ich nur sagen, ich habe von Anfang an in der Corona-Krise an der Basis in meinem Geschäft alles erlebt und ich habe persönlich alles erlebt, was sie abgespielt hat. Ich habe mich an sie persönlich gewandt in einer persönlichen Situation, gerade noch, dass durch diese Einschränkungen mein Sohn noch seine mexikanische Frau, jetzt Frau, heiraten hat können. Es ist keine soziale Komponente mehr feststellbar, das hier eine Rolle spielt. Wir müssen eines bewahren jetzt im Moment, und zwar Realitätssinn, Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Wenn ich heute gerade eben über den Ticker lese, dass in der Tiroler Tageszeitung drinsteht, Berufspendler aus Tirol werden der Testpflicht unterworfen. Ich warte jetzt dann drauf, dass alle Münchner, die einmal nach Tirol fahren, zum Skifahren oder sonst irgendwo hin, dass die dann einmal der Testpflicht unterworfen werden. Nein, die machen es nicht, weil die den Tourismus brauchen. Das ist nämlich interessant. Aber interessant ist auch, dass ich einer sonstiger politischer Freund von der SPD, der OB Reiter, diese Maskenpflicht bei den Grundschülern aussetzt. Er hat halt irgendwas gefunden. Vielleicht beruft er sich ja auf das Gutachten von der Frau Giffey in Auftrag gegeben, der Familienministerin, dass die Infektionsgefahr bei Kindern absolut minimal ist und hat es ausgesetzt. Es ist uns alle klar, dass in Bayern die Wirtschaft hart getroffen ist. Hier sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gössl heute, die Erholung hängt an China. Welche makabere Situation. Der Staat, da wo der Virus herkommt, der erholt sich am schnellsten und unsere Exportwirtschaft ist angewiesen auf China. Also so weit ist gekommen. Wir sind in einer schwierigen Situation, 22% Rückgang bei den Dienstleistern, bei kleinen Unternehmen bis zu 30%. Wir haben einen hohen Stand an Kurzarbeiterstellen in Bayern. Zurzeit im September, letzte Meldung vom IFO-Institut, 14% der Beschäftigten. Da schauen wir mal, wo unsere gebeutelte Automobilindustrie und einige andere Branchen aus der Kurzarbeit rauskommen, wie viel dann arbeitslos gemeldet werden. In meinem Gewerbe, Gasgewerbe, hat die HOG eine Umfrage gestartet, in Deutschland und in Bayern runtergebrochen. 59% bangen um ihre Existenz. Es ist die größte Krise der Nachkriegszeit. Heute in der Früh sagte ein Professor der Uni München für Touristik, Jürgen Schmude, 80% Umsatzrückgang in städtischen Betrieben, weil die eben sehr stark betroffen sind von den ganzen Beschränkungen. Ein Drittel erwartet er in der Insolvenz. Und Sie haben ja gestern das Gespräch heute zitiert mit den Künstlern und da ist ja auch gesagt worden, ist mir zumindest vorher mitgeteilt worden, dass unser Flaggschiff in Bayern, in Deutschland, das größte umsatzträchtigste Betrieb in Deutschland, das Hofbräuhaus, nur noch 10% Umsatz macht. Schauen wir mal, ob wir im Frühjahr im Hofbräuhaus noch bei dem jetzigen Pächter gastieren können. Und wenn unsere Kanzlerin hier sagt, man soll nicht mehr reisen, dann ist es ein Sargnagel für den Tourismus. Und da reden Sie mal draußen und ihr redet ständig mit Leuten. Ich war zufälligerweise am Freitag an dem Berchtesgaden. Das war der letzte Moment, wo überhaupt noch offen war, mehr oder weniger für Veranstaltungen. Reden Sie mit den Leuten. Die Freien Wähler übrigens, Stadtratsfraktion, diese an die Adresse der Freien Wähler, erwägen eine Klage wegen der Beschränkungen im Berchtesgaden. Das zu dem Thema. Wenn wir die Cluster-Settings in der Kalenderwoche 41 betrachten, so sehen wir, dass Reisen 27 Anzahl der Fälle waren, Freizeit 775, Arbeit 242, Haushalt 1332, Gesundheit und Soziales 344 und Hotel und Gastronomie 57 lächerliche.
57 lächerliche Fälle in der Gastronomie. Jetzt fragen Sie, woher habe ich die Zahlen? Ja, die habe ich aus Österreich. Weil bei uns in Bayern gibt es das nämlich nicht. Das ist das Allermakaberste, dass ich dazu eine Anfrage im Moment laufen habe. Sie haben heute zitiert, 500 Anfragen sind gestellt worden im Parlament. Ich kann Ihnen sagen, dass das eine von meinen 100 Anfragen zu Corona ist im Parlament. Also das, wer an der Basis, an der Bürger dort dran ist. Eine Verwirrung um das letzte Bier, zitierte die SZ am Sonntag mich in einem Interview, wo ich gefragt worden bin als Gastronom, wie ich das mit der Sperrzeit am Samstag gehalten habe. Dann sage ich, was geht's zur Sperrzeit? Ja, der Pressesprecher vom Gesundheitsministerium hat verlauten lassen, dass es das Ausschankverbot wäre und nicht die Sperrzeit. Also kümmern Sie sich einmal um Ihre eigenen Ministerien, dass die Sprecher, die jetzt alle neu sortiert worden sind, dass die einmal die richtige Auskunft geben. Es ist tatsächlich um die Sperrzeit gegangen. Und fast alle Wirte haben sich leider dran halten müssen. Meine Kollegin Frau Waldmann hat heute das Richtige gesagt, das Virus kennt keine Sperrzeit, ob die Sperrzeit 23, 22 oder 21 Uhr ist. Ein bekannter Gastronom in München, der einen Gourmetbetrieb betreibt, sagt zu mir, wie soll ich denn das machen? Ich werde so in die Weinbegleitung da noch verkaufen. Glauben Sie, dass sich da einer infiziert in diesem Gourmetbetrieb? Nein! Und ich habe Ihnen vorher die Zahlen genannt von Österreich, die sind nahezu ähnlich auf uns zu übertragen. Sie sagen jetzt, wir müssen das Weihnachtsgeschäft schützen in der Regierung. Ich sage Ihnen einmal, ich habe es Ihnen vorher gesagt, wo die Infektionszahlen sind, und das sagen auch viele meiner Kollegen, selbst auf höherer Funktionärsebene, wo Ihnen durchaus wohlgesonnen sind, das sind für mich falsche Anschuldigungen. Es geht für mich nur noch um Zuckerbrot und Peitsche. Ihr vorübergehendes Beherbergungsverbot wurde auch durch gerichtliche Entscheidungen gekippt. 14 Gerichtsentscheidungen haben sie genannt, sind bloß erfolgreich gewesen, bloß das waren die wesentlichen. Da haben sie Leute, Unternehmer, Privatpersonen, das erstritten, was sie sonst von ihnen nicht zugebilligt bekommen haben. Wenn wir das betrachten, wie stark die Infektionsrate ist, gibt es am 9.10. eine Information in Phoenix um 0.30 Uhr, wo 27 Tote zu beklagen waren. Das ist 0,0002% der Bevölkerung. Und da muss man einfach mal die Verhältnismäßigkeit wahren. Der Wirtschaftsdezernent in Rosenheim hat mit dem Oberbürgermeister noch gesagt, dass diese Inzidenzberechnung mit dem Faktor 1,6 für die Stadt Rosenheim in völlig keinem Verhältnis mehr steht. Das ist genau Ihr Parteikollege. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Redezeit ist beendet.